Ach, jetzt ist das Ding wieder oben. Ja, wir müssen wahrscheinlich irgendwie schneller werden, ne? Aber wir haben alles, was wir brauchen. Was zum Teufel verstehe ich denn aber nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, ne? So, wenn ich das hier, dann genau, das hat ja das Haus hier aufgemacht. Genau. So, was passiert denn jetzt? Aber was ist denn mit der Röhre hier? So, die hat mich ja wieder hier rausgebracht, ne? Genau. So, und was macht der Schalter jetzt hier eigentlich? Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht so richtig verstanden. Ach
Ach so, der macht die Tür auf, ne? Genau. Okay, das brauchen wir jetzt aber nicht. Mich bloß ernsthaft, wie das hier gehen soll. Ne? So schon mal nicht. Genau, das habe ich die ganze Zeit überlegt. Ach, das geht doch auch wieder nicht. Ach, ich hätte das vorher machen müssen. Genau. Genau, genau, genau. So, warte mal. Erst müssen wir hier rein. Der Bürger muss jetzt hier hin, das ist klar. So, jetzt legen wir hier einen rein. Jetzt kommen wir trotzdem nicht raus. Was ist denn das? Ach doch, warte mal. Ich bin ja blöd. Ich bin ja blöd. So. Und jetzt können wir aber wieder... Was ist, wenn wir den Würfel hier hochlegen? Geht die Tür auch auf. So, den stelle ich jetzt hier daneben. Genau. So. Und jetzt kann ich dort rein. Genau. Genau. Das könnte eventuell gehen. Das funktioniert nicht, ne? Ja, warte mal, was ist denn? Was ist denn? Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, warte mal. Das könnte eventuell, ne? Das könnte eventuell was werden. Wenn ich jetzt hier hingehe.
Warte mal. Echt mal. Nein. Ah. Aber das könnte werden, ne? Wenn ich das richtig mache. Wenn ich das richtig mache, Leute. Ne, ich darf nicht die falsche Taste drücken jetzt. Genau. So, jetzt stellen wir den Würfel wieder hier hoch. So, jetzt gehen wir da rein. So. Drücken den Schalter. Raus. Dann hier hoch. Ah! Ja, so könnte es aber gehen. Da brauchen wir nur noch ein bisschen Feingefühl dafür. So. Nee, warte mal. Warte mal. Was passiert, wenn ich den Würfel jetzt wieder hier hoch mache? Die Tür geht zu, die Tür geht auf. Tür geht zu. Ja. Quatsch. Wenn ich jetzt hier einen Würfel reinmache. So. Wir kommen auch nicht so schnell hier hoch, ne? Das ist das Problem. Ja, obwohl, jetzt geht's gerade, aber wenn, dann... Ich würde es nochmal probieren, ne? Ich würde es einfach nochmal probieren. Dazu müssen wir den Würfel aber erstmal wieder wegnehmen. Und müssen uns dann hier erstmal, wenn der Würfel hier oben steht, hier reinziehen lassen. So. Dann müssen wir... zuerst hier eine Kugel reinmachen. Und dann
hier ein Würfel, ne? So. Jetzt ist die Tür offen und jetzt haben wir die Kugel hier drin. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal eine neue nochmal hier rein. So. Dann müssen wir den Schalter aktivieren, hier eine Kugel nach außen befördern, um dass wir dann wieder nach außen kommen, weil ja die Tür dann zu ist hier. Und genau. Und das müssten wir eigentlich jetzt gleich machen. Und, aber ich bin nicht so schnell, dass ich den Würfel dann wieder hier reinbekomme, ne? Das ist das Problem. Aber ich würde jetzt mal Folgendes probieren. Ich würde erstmal nochmal die Kugel hier rausschießen. Dann mache ich den Magneten an. Und drücke hier drauf. Nee, aber das hilft nicht. Denn ich meine, wir kommen ja da oben zu dem Rohr raus, ne? Ich dachte, dass wir da vielleicht gleich hängen bleiben, aber das scheint nicht magnetisch zu sein, ne? Also von daher weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, ne? Das ist das Problem. Und ich kann ja auch keins Feuer da hoch machen, ne? Und der Würfel steht ja normalerweise nicht hier oben. Na, warte mal, es sei denn... Ja, doch. Mache ich das erstmal wieder aus. Nee. Das Problem ist... Obwohl, warte mal. Das können wir hinbekommen, ne? Genau, wenn wir das jetzt hier hin machen... Und dann den Würfel hier platzieren, dann geht ja die Tür hier wieder zu. Und die auf. Und dann können wir ja erstmal Folgendes machen. Dann machen wir den Magneten an. Und legen die Kugel hier hin. So, dann legen wir jetzt den Würfel wieder hier rauf. Okay, jetzt ist er ja hier oben. Ich werde jetzt nochmal üben. Ich meine, ich komme ja dann von hier raus. Den Schalter müssen wir ja als zweites aktivieren. Komm von hier raus und spring hier hoch. Ja, das kann funktionieren, ne? Aber das geht so schnell dann. Und jetzt habe ich Idiot wieder. Naja. So. Gut. Okay. Das ist ja jetzt erstmal nicht das Problem. So, dann haben wir die Kugel da schon mal drin. So, ich probiere das jetzt nochmal. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir erstmal zu dem anderen Rätsel nochmal. Da vorne, ne? Wo dieser Chef, wo dieses Chefbüro da ist. So. Okay. Also den Würfel hier hoch jetzt. Und dann können wir uns jetzt da reinziehen lassen. So. Das passt schon mal. Dann können wir jetzt schon mal eine Kugel hier rausballern. Und können den Schalter aktivieren. So, ruckzuck raus. Dann hier vor. Ach, das ist das Problem, wenn der Würfel nicht oben steht. Tja. Dann kommen wir nicht hier rein, ne? Das war das Problem. Aber eins würde ich jetzt nochmal probieren. Ich bin der Meinung, vielleicht brauchen wir erst mehr Sprungkraft oder irgendwie das vielleicht ein Upgrade für das Teil hier. Dass wir die Kugeln vielleicht weiterschießen können, ne? Das würde ja dann nicht so wild sein, ne? Das würde ja von der Zeit ja dann doch schon passen, wenn wir die Kugel einfach hier hochschießen könnten. So, ich will jetzt aber noch mal eins probieren.
Was passiert? Ja gut, das hätte ich jetzt nicht machen brauchen. Was passiert, wenn ich die Kugel jetzt hier rausschieße, den Magnet anmache? Na gut, dann fliegt sie nicht raus. Die Kugel raus. Magnet an. Jetzt habe ich ja die falsche Taste gedrückt. Kugel rein. Würfel hoch. Würfel hier hin. So. Was passiert? Okay. 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 Aber. Aber wir müssen ja dann den anderen Schalter erstmal aktivieren, ne? Wenn ich hier rumlaufe, dann komme ich hier nicht hoch. So schnell, ne? Hm. Schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Entweder müssen wir schneller laufen können. Ja, warte mal, eine Idee habe ich noch. Eine Idee habe ich noch. Schalter. Jetzt sehe ich nichts, ne? Oh, super. Na, wenn das ein bisschen schneller gehen würde, das wäre eine Möglichkeit, ne? Warum ging das jetzt nicht?
Schaffst du nicht, ne? Das schaffst du nicht. Gut, dann müssen wir das später nochmal probieren. Eventuell gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, dass wir da an Upgrades rankommen, die uns dabei noch behilflich sind. Ehe wir das jetzt hier Tage probieren, ne? Folgenlang, und dann funktioniert es doch nicht.